Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Der oberste Gerichtshof hat die Haftung von Banken und Vermögensberatern bei Fremdwährungskrediten ausgedehnt. Heute ist Weltblutspendetag. Und es gibt die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Wie gestern bekannt wurde, hat der oberste Gerichtshof die Haftung von Banken und Vermögensberatern bei Fremdwährungskrediten ausgedehnt. Anlass war der Fall einer Tirolerin, die sich nach Aufnahme eines Fremdwährungskredits vor einem Schuldenberg sah und klagte. Wir haben uns mit der Frau sowie ihrem Rechtsanwalt Hans-Jörg Vogel darüber unterhalten. 4 Jahre dauerte der Rechtsstreit. Nun ist die Sache entschieden. Ein Urteil des obersten Gerichtshofs, OGH, erweitert also die Haftung von Banken, Vermögensberatungsfirmen und deren Beratern bei Fremdwährungskrediten. Grund dafür ist der Fall von Veronika Altun-Wasle. Ich wollte nie eine Umschuldung machen, ist nie zur Rede gestanden. Ich habe einen Anruf bekommen von einer Vermittlerin, die den Namen wieder von einer Bekannten hat und hat dann einen Termin mit mir ausgemacht. Ich habe mir gedacht, naja, kann ich mir einmal anhören. Und sie ist dann vorbeigekommen und wir haben uns dann eigentlich ganz viel auch über Privates unterhalten, weil sie war eine sehr sympathische Frau. Und sie hat mir dann gesagt, sie hätte da ganz was Tolles und ich soll ihr doch einmal ein bisschen erklären, was ich alles so an Schulden habe und so. Und sie hätte ganz was Tolles, wo ich mir sicher leichter tue dann. Ich habe 3 Kinder und natürlich horcht man da einmal hin, oder? Ganz so toll war es dann doch nicht. Derzeit ist es nicht mehr so viel, aber zu dem Zeitpunkt, wo mich die Bank wieder angeschrieben hat, da habe ich ca. 90.000 Euro mehr Schulden gehabt, als ich angefangen habe mit dem Kredit. Weil sich der Yen so entwickelt hat zum Euro, dass eben meine Schulden jetzt um 90.000 Euro mehr sind. Ich hätte dann müssen Sicherheiten herlegen. Dann hat man mir noch ein Papier mitgegeben mit nach Hause, weil wenn meine Tochter nicht dabei gewesen wäre, wäre ich damals eh nicht mehr heimgekommen, weil es war so ein Schock für mich. Also es war total unerwartet sowas. Das war dann also der Auslöser dafür, dass sich Frau Altun-Wasle an den Rechtsanwalt wandte. Das Urteil wurde nun also vom OGH bestätigt. Dementsprechend zufrieden zeigt sich deshalb auch Rechtsanwältin Tanja Moosbrugger. Aus meiner Sicht ist das Urteil bahnbrechend. Der oberste Gerichtshof hat erstmals ausgesprochen, dass nicht nur die Vermögensberaterfirma haftet, für die die Vermögensberaterin unterwegs war, sondern auch die Vermögensberaterin selbst und vor allem auch die Bank. Und das ist das eigentlich bahnbrechendste überhaupt. Bislang war die Rechtsprechung dergestalt, dass immer nur die Vermögensberaterfirma gehaftet hat und die Bank dann gemäß der bisherigen Rechtsprechung nicht mehr extra aufklären musste. Im gegenständlichen Fall aber hat der oberste Gerichtshof ausgesprochen, dass auch die Bank hätte aufklären müssen, was nicht erfolgt ist. Im konkreten Fall werden die Bank in Bludenz, die Vermögensberatungsfirma und deren Beraterin für alle Schäden haften, die der Kreditnehmerin künftig durch den Kredit entstehen. Rechtsanwalt Hans-Jörg Vogel rechnet damit, dass nun auf Banken weitere Prozesse zukommen. Für weitere Zukunft kann man sagen, dass es jetzt, glaube ich, relativ mit einer Klagswelle losgeht. Wie ich höre, hat der Verein für Konsumentenschutz schon einige Verfahren in Wien anhängig. Es gibt schon Schlichtungsstellen. Jedenfalls muss man sagen, dass das, was hier mit unbedarften, braven Menschen, die sich Eigentum schaffen wollten, aufgeführt wurde, ist eine Frechheit. Jedem, der auch nur den Funken eines Verstandes hat, und jedem, der eins und eins zusammenrechnen kann, musste klar sein, dass diese Tilgungsträger Fremdwährungsentfälligkeitslüge nie und nimmer aufgehen kann. Weitere Nachrichten des Tages gibt es nun in unserem Newsblog. Zimmerbrand in Wolfurt. Für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte am Freitagmittag ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Wolfurter Achstraße. Eine Nachbarin bemerkte gegen 13.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss des Einfamilienhauses und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Wolfurt, welche mit 5 Fahrzeugen und 39 Mann im Einsatz war, konnte das Feuer rasch löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Die 4 Bewohner blieben unverletzt.
Letzte Testphase im Pfändertunnel Röhre. In 20 Tagen soll der Verkehr vierspurig durch den Pfänder rollen. Das technische System werde in den letzten Tagen vor der Eröffnung noch auf Herz und Nieren geprüft, so der ASFINAG-Projektleiter Christoph Wanker. Es seien bisher keine gröberen Probleme aufgetreten. Für das Gesamtprojekt sollen knapp über 200 Millionen Euro ausgegeben werden. Und Wolfort schreibt rote Zahlen. Der börsennotierte Strumpf- und Wäschehersteller Wolfort hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012-2013 rote Zahlen geschrieben. Das Minus beträgt 900.000 Euro. Im Jahr zuvor gab es ein Plus von 6,9 Millionen Euro. Heute ist Weltblutspendetag. Aus diesem Anlass haben sich unsere Kollegen von Voll.at mit Heinz Hamra vom Roten Kreuz bei einer Blutspendeaktion in Bilstein unterhalten. Heinz Hamra, am Freitag ist Weltblutspendentag. Was für Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um Blut spenden zu dürfen? Ja, es muss einmal der Spender muss einmal 18 Jahre sein, muss volljährig sein, sollte keine Krankheiten her. Nicht in Risikogebieten verreist sind, also südliche Länder, Malaria und sonstige Risikogebiete, einfach wo es infektiöse Übertragungen gibt. Ja, und er soll sich gesund fühlen. Wie funktioniert der genaue Vorgang, wenn man herkommt, um Blut zu spenden? Ja, also wir haben vorne einen Empfang. Dort kriegt man einen Fragebogen und was zum Trinken. Der Fragebogen sollte man gewissenhaft ausfüllen. Wenn es noch Fragen gibt, dann gibt es auch die Möglichkeit, nachher beim Anamnesearzt das zu besprechen. Und dann tun wir dort einen Blutdruck messen und dann der Hämoglobin bestimmen. Und dann geht es zum Anamnesearzt und von dort wieder zum Computer, zur Datenerfassung, gibt es eine Kontrolle von Name, Geburtsdatum und dann geht es eigentlich schon aufs Spenderbett. Ist die Situation in Vorarlberg insgesamt? Haben wir genügend Spender? Ja, es ist so, dass Vorarlberg sich eigentlich selber abdeckt mit den Spendern. Bei uns ist natürlich der Vorteil, dass wir 2 bis 3 Mal in der Woche im Land verteilt in Gemeinden sind und dadurch auch relativ gut Leute rekrutieren können, wenn es einmal irgendwo in einer Blutgruppe mal eng wird. Wenn übers Wochenende viel gebraucht worden ist oder so, dann kann man Montag noch telefonieren und gewisse Spendergruppen anrufen aus den Nachbargemeinden, ob es daher Spender kommen. So viel zum Weltblutspendetag und bei uns geht es jetzt weiter mit den Sportnews im Überblick. Ein absoluter Leckerbissen wartet Mitte Juli auf alle Fußballfans. Champions League-Finalist Borussia Dortmund gastiert am 13. Juli in Altach. In der Cashpoint Arena geht es gegen den türkischen Club Bursaspor. Karten gibt es ab sofort im SCRA-Office. Showdown am Samstag in der österreichischen Rollhockey-Meisterschaft. Im Entscheidungsspiel um den Titel empfängt der EHC Dornbirn die Red Lions aus Villach. Spielbeginn in der Stadthalle Dornbirn ist um 18 Uhr. Und Tennisspieler Julian Knowle ist im Doppelbewerb des Rasenturniers in Halle im Halbfinale ausgeschieden. An der Seite des Rumänen Hopria Tizau unterlag der Harder dem mexikanisch-US-amerikanischen Duo González und Lipski 4:6 und 4:6. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten haben wir jetzt für Sie. Cyberattacken und Blackouts. Die österreichische Wirtschaft ist auf Katastrophen und Sabotageakte auf ihre Netzwerke und nachgelagerten Systeme nicht vorbereitet. Kann es durchs Schweizer Ried eine Entlastungsstraße geben? Derzeit laufende Untersuchungen im Naturgebiet sollen dafür Entscheidungshilfen liefern. Und 16-jähriger Dornbirner kickte mit voller Wucht in Betonfußball. Junggesellenspaß endete für Bräutigam vor Gericht. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie's gut. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 12 und 21 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südost. Morgen erwartet uns ein freundlicher und warmer Tag. Bei wachsender Quellbewölkung sind jedoch einzelne Gewitter und Regenschauer möglich. Die Temperaturen steigen wieder an. Tiefstwerte am Samstag 12 bis 18 Grad, Höchstwerte 20 bis 29 Grad. Am Sonntag ist es ebenfalls recht sonnig. Im Tagesverlauf ziehen
ziehen wieder ein paar Quellwolken auf, aus denen am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter möglich sind. Es ist sommerlich warm bei Temperaturen von 17 bis 24 Grad. Zum Wochenbeginn stehen Hitze und Sonne auf dem Programm bei Temperaturen bis knapp unter 30 Grad. Gegen Tagesende sind einzelne heftige Wärmegewitter möglich. Und am Dienstag regnet es bei Temperaturen von 19 bis 25 Grad.